Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Barbie und die 12 tanzenden Prinzessinnen. Wir sind in dem neuen komischen Level mit den Wolken und so. Und wir haben da jetzt schon eine Prinzessin gerettet. Dieses Tor führt uns. Und dann retten wir jetzt die anderen Prinzessinnen. Die anderen Prinzessinnen könnten hier irgendwo. Ja, das wissen wir schon. Okay, wir sind letztes Mal nach links gegangen. Dann gehen wir jetzt mal nach rechts und gucken, was hier ist. Ups. Großes Feuerwerk. Oh, das klingt schon mal gut. Obwohl, wir hatten ja in dem anderen Level auch sowas wie mein großes Feuerwerk, wenn ich mich richtig dran erinnere. Oh, guck mal, ein goldener Schlüssel. Den können wir hier sicherlich irgendwo brauchen. Oh ja, ganz bestimmt. Zum Beispiel hier. Hier oben, guck mal. Ist wirklich schön. Schnell. Huch, sehr schön. Haben wir es gleich geschafft. Okay, dann müssen wir jetzt wieder warten, bis es geladen hat. Und dann sind wir schon fertig und können ein toller Ausblick hier rumgehen. Okay, oh. Ganz schnell, bevor es wieder runtergeht. Nein, Brutus, sowas darfst du nicht machen. Ich weiß nicht, ob er das mögt, aber ich habe... Die Plattformen drehen sich. Wir müssen gut aufpassen, um hinüberzukommen. Ich habe sogar... Huch. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Hä? Ah, da drüben. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe sogar Mario Kart für die Wii. Wenn du dich auf diese Plattform stellst, kommst du rüber. Und wenn ihr das mal... wenn ihr wollt, dass ich das mal spiele, ich habe das auf die Liste gepackt, dann müsst ihr das da einfach auswählen. Vielleicht haben sie das Elixier schon gefunden. Ups. Und ups. Ich weiß doch, ich weiß doch. Über den umgestürzten Obelisken, um auf die andere Seite zu kommen. Okay. Ach, da ist auch was. Ach, da können wir nicht rüberspringen. Okay, macht nichts, dann gehen wir einfach. Nein, da müssen wir auch nicht hin. Wo geht's denn hier hin? Oh Gott, habe ich mich jetzt schon verlaufen, oder wie? Ach so, und natürlich die Sims 3. Nein. Ich habe natürlich auch die Sims 3 mit allen Erweiterungspacks und ich habe auch fast alle Welten, die man dazu noch kaufen kann. Fast alle. Das heißt, wenn ihr das haben wollt, könnte ich das auch machen. Sims 3. Oh Gott, das wackelt schon. Hier oben ist es wirklich schön. Stimmt. Da ist die Münze. Wenn ihr das haben wollt, es ist eines meiner Lieblingsspiele. Also wenn ihr das spielen wollt, dann könnt ihr dafür auch abstimmen. Irgendwo hinter den Bäumen. Da wollen wir wahrscheinlich nicht hin. Okay, dann folgen wir dem Weg hier einfach. Wenn wir alle Prinzessinnen gefunden haben, können wir ihre Tanzschuhe verzaubern. Okay. Bei diesen Plattformen müssen wir uns was überlegen. Ah. Das hat nicht so gut geklappt. Das probieren wir nochmal. Und hopp. Ach, komm schon, Barbie. Okay, da warten wir dann. Und nehmen dieses Mal ein bisschen Anlauf. Okay. Und hopp, und hopp, und schnell. Ach, sehr schön. Die Plattformen machen Spaß. Oh ja, die machen total viel Spaß. Ach, Brutus. Du nutzt das doch jetzt nur... Oh Gott, nein. Du nutzt das doch jetzt nur aus, weil wir da nicht auf die Plattform springen konnten. Die sehen ein bisschen so wie Seife aus. Also wenn man Seife selber macht, dann sieht das ungefähr so aus. Denke ich mir jetzt mal. Okay, ganz schnell. Oh, wir haben es geschafft. Ach, Brutus. Lass das doch. Der goldene Prinz hat gesagt, da müssen wir hingehen. Ah, sehr schön, da ist es ja. Okay. Ich frage mich, welche Prinzessin wir jetzt haben. Wenn wir die Prinzessin finden wollen, müssen wir den Himmel mit einem Feuerwerk erhellen. Okay. Und weil wir so hoch oben sind, können wir eine wirklich tolle Show machen. Komm, versuchen wir es einmal. Okay. Um mit Genevieve. Ja. Oh, okay. Blau, grün. Oh, rot sah jetzt am schönsten aus. Oh, kennt ihr die? Okay. Blau. Machen wir weiter mit der Show. Rot. Es gibt noch viel zu tun. Ach, die sind auch schön. Okay, wir fangen jetzt mit... Nein. Das wird eine super schöne Show. Okay, dann fangen wir halt mit Rot an. Wir fangen mit Rot an. Du machst das sehr gut. Weiter so.
gute Idee. Das sieht dann fangen, hübsch aus. Dann machen wir mit Blau weiter. Entschuldigung. Boah, das macht so ein schlimmes Geräusch. Und dann zuletzt nehmen wir Grün. Ah, dieses Geräusch. Weiter so. Okay, fertig. Gute Idee. Das sieht hübsch aus. Abspielen. Okay, das Rote, also das sind Herzen. Die sehen total hübsch aus. Ich weiß gar nicht, was das Blaue sind. Ah, Schmetterlinge, okay. Und das Grüne. Ach, jetzt habe ich das Falsche gedrückt, Spiel oder? Mit der X-Taste. Okay, abspielen, Entschuldigung. Okay, das Rote sind Herzen. Das Blaue sind Schmetterlinge. Und das Grüne sind Sternchen, glaube ich. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt nun auf die Prinzessin warten. Wir dürfen wieder nichts drücken, ansonsten fängt es wieder von vorne an. Das kennen wir ja schon. Und es ist interessant, dass es jetzt Nacht geworden ist, weil man ansonsten wahrscheinlich nicht das Feuerwerk sehen könnte. Wobei ich finde, dass das Blau doch eher schwer sozusagen zu sehen ist. Und falls ihr euch gewundert habt, warum auf der Liste Sims 2 und Sims 2 Inselgeschichten und so drauf ist, weil alles immer anders ist. Zum Beispiel Sims 2 auf der PlayStation Portable ist auch ganz anders. Oh, guck mal, ein hellblauer Stein. Ich frage mich, ob die Prinzessin dann auch ein hellblaues Kleid anhat. Courtney, oh, ja. Hast du vielleicht das Fläschchen mit dem Elixier gefunden? Leider nicht, Genevieve. Aber ich will unbedingt weitersuchen. Wir müssen das Elixier finden. Derek und ich haben die magische Flöte im Zaubertal gefunden. Gehen wir zurück zum Pavillon, dann kann Derek deine Tanzschuhe mit der Flöte verzaubern und wir können schon mal für die Rückkehr ins Königreich proben. Meine Schuhe sind ganz zertanzt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hm, vielleicht können wir ja deinen Edelstein benutzen, um sie wieder schön zu machen. Gute Idee, Genevieve. Versuchen wir's. Ich weiß nicht, warum sie immer vielleicht sagt. Also nach um sieben Prinzessin zum ja, also nach sieben Prinzessinnen sollte sie es jetzt bemerkt haben, dass es funktioniert. Okay, der Stein. Suche weiter nach dem Elixier. Sehr schön. Brauchen wir bloß noch vier Prinzessinnen. Und dann können wir die böse Roswitha vertreiben. Willst du mit der Prinzessin tanzen? Okay, das kennen wir ebenfalls. Das hatten wir letztes Mal so lange. Das ist ja ein sehr hübscher Tanz. Vielleicht, wenn wir probieren. Von Anfang an. Ja? Nein? Okay, dann gehen wir mal nur mit den rosa Farben. Gute Idee. Eine mit den rosa und lila Farben. Und gucken mal, was für ein Tanz entsteht. Oh, ne, jetzt hat es da natürlich mehrere. Dann nehmen wir mal das hier. Gute Idee. Eine tolle Tanzfigur. Okay. Dann haben wir wieder rosa. Gut gemacht. Das ist ja ein sehr hübscher Tanz. Okay. Oh, nochmal rosa. Okay. Das ist ja ein sehr hübscher Tanz. Und einmal hier nochmal lila. Super. Eine fantastische Tanzfigur. Sehr schön. Okay. Abspielen. Oh. Sie hat auch schöne Musik, obwohl ich das die Musik von der kleineren etwas schöner fand. Also jetzt persönlich. Aber das klingt natürlich auch sehr gut. Ich wünschte, dass sich die Schmetterlinge im Hintergrund und die Herzen vielleicht alle blau verfärben würden. Oder je nachdem, was die Prinzessin trägt. Aber ich finde, diese Prinzessin sieht eigentlich ganz schön aus. Sie sieht ein bisschen so aus wie Genevieve. Das, so heißt sie in diesem Spiel, habe ich vorhin bemerkt. Wie Genevieve aussieht, nur mit braunen Haaren dann halt. Aber ich finde, so sahen die auch alle in dem Film aus. Die sahen alle aus wie Genevieve oder Barbie halt, nur halt mit einer anderen Haarfarbe. Ein wundervoller Tanz. Okay, ich freue mich sehr ja schön. So aufs Königreich. Ich tanze so gern, Genevieve. Und wir können Vater mit unserem Tanz bestimmt helfen. Wenn wir alle ganz fest zusammenhalten, werden wir Vater vor Roswitha und Detlef retten. Wir vertreiben sie für immer! Und sobald wir das Elixier finden... Und die anderen Prinzessinnen?
entdecken wir einen Weg zurück ins Königreich. Und retten Vater. Wir müssen das Elixier suchen. Los, Twyla, komm mit. Okay. Ich denke mal, dass die letzte Prinzessin das, das Elixier finden wird oder gefunden hat. Okay. Oh, das ist so blau, das sieht man kaum bei dem Hintergrund. Aber wir müssen da drin jetzt nur noch eine Prinzessin retten. Und dieses Mal müssen wir geradeaus gehen und nicht nach rechts oder links. Okay. Ach, jetzt erklärt sich's auch nicht mehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt geradeaus. Huch, das dreht sich ein bisschen. Oh, das Tor sieht schon so aus. Bunte Wolken fangen. Bunte Wolken fangen. Na, das klingt interessant. Okay, jetzt müssen wir aber hier warten. Damit wir hier den... Ganz vorsichtig, den Schlüssel... Nein, Brutus. Dankeschön. Den Schlüssel einfangen können. Müssen wir uns holen. Nein, bleib stehen. Ah, sehr schön. Okay. Ups. Und schwupps. Und schwupps. Ein toller Ausblick. Wow, das ist wirklich schön. Moment. Ich versuche das ins Bild zu kriegen. Funktioniert nicht. Okay, da ist ein Regenbogen. Ich glaube, man sieht es trotzdem. Nur nicht so gut, wie Barbie es vielleicht jetzt sieht. Okay. Ich frage mich, was hier das mit dem schön. Bunten Wolken fangen ist. Oh, ganz schnell. Hey, das dreht sich Huch. Ja. Wir müssen irgendwie drüber kommen. Den Kristall kann er jetzt haben. Jetzt einfach zum nächsten Kristall. Hey, ganz schnell. Die Plattformen drehen sich. Okay. Wir müssen gut aufpassen, um hinüberzukommen. Schwupps. Ach, guck mal, da ist ein Regenbogen. So, okay, da können Super. Wir runterspringen. Die Plattformen machen Spaß. Da können wir auch runterspringen, aber da sollten wir vielleicht nicht runterspringen, da das nicht so stabil zum Runterspringen aussieht. Also schon, aber vielleicht wären wir... Nein! Dann runtergeflogen. Ungefähr dann so. Okay. Sie hat gesagt, fast geschafft. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Ich glaube, die Brücke kommt zu uns. Nein, Brutus, das ist unser Edelstein. Du musst dir leider einen anderen Edelstein holen. Oh, ganz vorsichtig. Du musst noch ein bisschen üben. Noch ein bisschen? Pff. Ich bin ein Barbie-Meister. nur nicht in diesem Spiel, weil manchmal die Steuerung etwas hakt. Aber das macht das Spiel etwas witziger. Suchen wir weiter. Wir finden das Elixier oh. bestimmt. Oh, da ist ein... Da ist was... Das ist mein Edelstein. Okay, jetzt hat er einen anderen. Da fallen wir runter, also können wir die Tür nicht benutzen. Ich glaube, wir müssen genau hinsehen, damit wir den richtigen Weg wählen. Na gut, dann schauen wir mal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Habt ihr das gesehen? Ich wette, das wackelt jetzt auch. Nein? Okay. Schnell. Huch. Huch. Da unten ist was. Oh. Oh. Achtung, diebisches Affentier. Oh Gott. Müssen wir hier holen? Komm, weiter. Wir müssen das Elixierfläschchen finden. Ich glaube nicht, dass wir da runter müssen. Ich glaube, wir müssen hoch. Oh Gott, es wackelt. Und hier hoch. Oh Gott, ich hoffe, wir fallen nicht runter. Gut gemacht. Die Stufen sind wirklich hoch. Das stimmt. Die sind wirklich hoch. Ach guck, wir mussten hier hoch. Und hier rüber. Super, eine Zaubermünze. Huch. Zum Glück sind wir da nicht runtergefallen, das wäre echt blöd gewesen. Um eine Prinzessin zu finden, brauchen wir ihren Edelstein. Hm, ich glaube, den bekommen wir, wenn wir auf den Regenbogen hinaufgehen. Oh, ich wollte schon immer mal auf einen Regenbogen hinaufgehen. Um Elixier zu suchen, musst du mit Genevieve jede Farbe des Regenbogens sammeln. Okay. Wenn du einen Edelstein auf dich zukommen siehst, musst du ihn mit den Richtungstasten oder dem linken Analogstick zur Wolke unten am Bildschirm lenken. Hast du genug passende Edelsteine in einer Reihe, erhältst du eine Farbe des Regenbogens. Lenke okay. die farbigen Edelsteine weiterhin mit dem linken Analogstick oder den Richtungstasten, bis du jede Farbe des Regenbogens hast. Okay. Okay.
Warte, was? Wie jetzt? Ach so, okay. Keine Ahnung. Okay, vielleicht war das jetzt nicht so... nicht so richtig. Ich glaube, Schwarz ist nicht mal dabei. Du hast eine Edelsteinreihe gesammelt. Ah, okay. Okay, schon verstanden. Okay, gut. Kann ich das auch schneller machen? Ja, kann ich sogar. Okay. Oh, komm schon. Das war doch nicht fair. Okay, hier rüber. Du hast eine Edelsteinreihe gesammelt. Okay, jetzt verstehe ich das. Bloß nicht da, wo ich meine Edelsteine hinsetze. Okay, jetzt noch hier runter. Oh, das Rot. Jetzt machen wir hier Rot hin. Und hier Gelb. Und hier Türkis. Du hast eine Edelsteinreihe gesammelt. Und hier wieder Gelb. Türkis haben wir schon. Deswegen setzen wir das hier runter. Kommt das hier rüber. Oh Gott, Pink hatten wir auch schon. Was machen wir hier drauf, damit nichts passiert? Okay, Gelb hatten wir auch schon. Ah, okay. Hab schon verstanden. Das war vielleicht jetzt nicht so clever. Unsere Zauberwolke ist dicker. Aber wir schaffen es zum Regenbogen. Okay. Jetzt einmal Orange. Ah, sehr schön. Habe ich schon mal, ne, gut getroffen. Das war vielleicht nicht so gut. Okay, dann machen wir das hier drauf. Jetzt haben wir wieder Pink. Schon wieder Schwarz. Mensch. Oh, so zählt das nicht. Okay. Nein! Ah, ich wollte das ein bisschen rüberlenken. Oh Gott, das braucht jetzt ein wenig. Oh nein, was machst du denn? Was? Wieso? Okay, jetzt hier runter. Du hast eine Edelsteinreihe gesammelt. Oh, das ist also, was passiert, wenn man weiß macht. Okay. Nein, oh, macht nichts, okay. Jetzt einmal hier rüber. Ah, du hast eine Edelsteinreihe gesammelt. Es klappt doch. Ein bisschen. Es klappt ein bisschen. Okay, Blau haben wir. Wir brauchen jetzt Grün. Aber irgendwie will das nicht. Okay, jetzt ganz hier rüber. Rot brauchen wir auch noch. Ah, das war blöd. Okay, jetzt mal hier. Jetzt auch. Nein, das Grün brauchte ich doch. Okay. Gelb. Unsere Zauberwolke ist dicker. Aber wir schaffen es zum Regenbogen. Warte mal, war das lila oder wie? Ach, keine Ahnung. Okay, jetzt hier rüber. Okay, dann hier rüber. Okay. Hier rüber, dann brauchen wir Grün. Das wird aber leider nicht. Das macht aber nicht. Okay, Gelb. Toll, du hast eine Edelsteinreihe gesammelt. Ja, danke schön. Grün. Okay, das Grün sammeln wir hier drüben. Das Blau kommt hier rüber. Das Pink hier drauf. Und hier kommt Orange. Unsere Zauberwolke ist dicker. Ach, guck mal, die Wolke geht da einfach durch, sag mal. Okay, Rot haben wir immer noch nicht. Rot kommt nachher jetzt hier rüber. Dann kommt hier das rüber. Hier kommt noch mal Orange. Du hast eine Edelsteinreihe gesammelt. Oh, Rot kommt hier drauf, Schwarz kommt hier drauf, Gelb, keine Ahnung, kommt hier drauf. Dann, das ist unser beschützender Block, der Weiße, weil der einfach schmilzt. Okay, dann brauchen wir Blau hier. Guck mal, Rot. Oh Gott, da kommt Grün. Du hast eine Edelsteinreihe gesammelt. Oh Gott, Grün. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Oh, komm schon. Aber... geht das denn noch weiter rüber? Das geht noch weiter rüber. Dann haben wir doch noch Platz für das Grün. Und da kommt noch mal ein Grün. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, ja. Grün, bitte. Toll! Super! Oh. Wir haben alle Farben des Regenbogens gesammelt. Sehr schön. Bravo!
Mensch, das hat ein Weilchen gebraucht. Oh, wir kriegen einen grünen Stein. Wahrscheinlich jetzt auch eine grüne Prinzessin. Delia, oh ja. Hast du vielleicht Lacys Fläschchen mit dem Elixier gefunden? Ich habe alles abgesucht, Genevieve, aber einfach nichts gefunden. Was machen wir jetzt nur? Derek, Twyla und ich haben die magische Flöte gefunden. Gehen wir zum Pavillon. Dann verzaubert Derek deine Tanzschuhe mit der Flöte und wir können schon mal für unsere Rückkehr ins Königreich üben. Meine Tanzschuhe sehen schlimm aus. Was machen wir nur? Vielleicht können wir ja deinen Edelstein benutzen, um sie wieder schön zu machen. Gut, Genevieve, versuchen wir es mal. Wir müssen doch zurück ins Königreich. Okay. Wir haben ja gesehen, welcher Stein ihr gehört, und zwar der grüne. Zum großen Pavillon zu bringen. Wahrscheinlich der hier. Oh, Entschuldigung, der hier jetzt. Dann brauchen wir bloß noch drei Prinzessinnen. Wir brauchen das Elixierfläschchen. Okay. Dann warten wir jetzt wieder, bis es laden tut. Willst du mit der... Kennen wir schon. Wir nehmen jetzt mal nur grün und blaue Farben für sie. Wird einfach zauberhaft. Okay, grün. Oh, guck mal, da ist mehr grüne Sachen. Da ist nochmal dieselbe Pose. Okay. Dann wieder grün. Dieser Tanz wird einfach zauberhaft. Okay. Oh, und wieder grün. Gut gemacht. Das ist ja ein sehr hübscher Tanz. Dankeschön, Barbie. Freut mich, dass es dir gefällt. Oh, und wieder grün. Toll gemacht. Das wird ein ganz wunderschöner Tanz. Gell, finde ich auch. Okay. Und wieder grün. Gute Idee. Eine tolle Tanzfigur. Jetzt haben wir sogar in ganz grün geschafft. Okay, abspielen bitte. Ich finde ihre Musik nicht so schön. Mir hat immer noch die von der mit der... Habe ich schon vergessen. In der letzten Folge, die Kleine hat mir das gefallen gehabt. Aber, okay, sie hat noch ein Saxophon. Aber das war jetzt wirklich mit dem Regenbogen. Das habe ich... Da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich, weil ich nicht so weit gekommen bin als Kind wie jetzt. Aber das mit dem Regenbogen fand ich doch... ihr toll, weil man bei einem anderen Barbie-Spiel musste man das auch machen mit diesen drei Reihen. Da war es aber mit Eis. Und es hieß Barbie Groovy Games. Das habe ich als Kind bekommen gehabt zu Ostern. Das war in einem Doppelpack zusammen mit Barbie Secret Agent. Roswitha hat keine Chance gegen uns. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Ich kann die Zauberkraft in meinen Tanzschuhen schon richtig spüren. Und mit dem Zauber können wir zu unserem Vater ins Königreich zurückkehren, sobald wir unsere anderen Schwestern gefunden haben. Und das Elixier. Zauberelixier für König Rudolf. Und ich habe ganz fest vor, es so schnell ich kann zu finden. Oder vielleicht hat die letzte Prinzessin gar nicht das Elixier und wir finden das danach. Wer weiß. Ich weiß gar nicht mehr, wie das in dem Film war. Das ist schon so, so lange her. Okay. Die Prinzessinnen müssten hier irgendwo sein. Suche sie doch an den Wegen, die durch die Kristallflüsse führen. Okay, das ist, glaube ich, das letzte Level jetzt. Also die letzten drei Level. Und an dieser Stelle... Oh, guck mal, da tanzt eine. An dieser Stelle mache ich eine Pause. Dann sehe ich euch am nächsten Mittwoch wieder um 12:30 Uhr. Und ja, bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss.